Warum habe ich den Investmentabend besucht? Weil ich interessiert daran bin, was sich so am Kapitalmarkt in den nächsten Jahren entwickelt wird, ob es neue Märkte gibt, die ich nicht kenne, und ob es sinnvoll ist, vielleicht tatsächlich auch sein Vermögen vielleicht in Teilbereichen umzuschichten. Also besonders gut, muss ich sagen, hat mir gefallen der Franziskaner, der so die Geschichte, wie so Handel angefangen hat und von früher, also den letzten über 800 Jahre. Und ich habe selber mal eine Geschichte des Geldes mal kennengelernt und muss ehrlich sagen, es ist, ist schon interessant, wie das alles so entstanden ist. Und wo er mir gefallen hat besonders, war seine brillante Rhetorik. Ich schätze seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit und ich glaube einfach, dass er ein großes Angebot hat. Und was ich selber auch schon genutzt habe, weil ich der Meinung bin, dass das, was er da macht, auch Qualität hat, weil das ist für mich gerade bei einer Kapitalanlage unglaublich wichtig. Und habe auch schon andere Erfahrungen gemacht bei der einen oder anderen Bank, und die nicht so gut war. Und seine Fonds, so wie ich sie mir angesehen habe, haben in den letzten Jahren fast alle Plus gemacht. Und wenn mal ein Jahr war mit Minus, das wurde darauf von 1 bis 2 Jahren auch in der Regel wieder aufgegriffen. Also war eine Steigung da. Also deswegen glaube ich, dass er das, was er macht, sehr zuverlässig auch macht. Ja, wie würde ich Boris beschreiben? Ehrlich, aufrichtig und zuverlässig. Das kann man wirklich sagen.